Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testblog. Viel Spaß. Guten Morgen. Ich bin Lena und das ist mein Trip ins Trainingslager nach Österreich. Let's go! Es ist spät. In eineinhalb Stunden geht der Flieger und ich bin noch nicht am Flughafen. Das ist mir zu stressig. Mir privatpersönlich. Die Schlange war bis nach Meppen, doch wir haben nett bei der Fastlane gefragt und sie hat uns einfach so durchgelassen. Das hat uns den Popo gerettet. Let's go. Dankeschön. Ladies and gentlemen, once we are captain, fast as you please again. Thank you. Alter, wie krass ist es? Hallo und herzlich willkommen zu What's in my tiny bag that I get when I didn't get my coffer? Unser Anschlussflug von Wien nach Innsbruck war sehr knapp und deswegen kamen unsere Koffer nicht mit. Und ich präsentiere euch jetzt, was wir als Entschädigung bekommen haben. Einmal eine Beschreibung mit Overnight Kit. Merch? Ich liebe Merch. Nee, die Frau sagt schon, es ist ein Schlafshirt. Das ist sehr nett. Das ist wirklich sehr nett. Eine Zahnbürste. Zip-Beutel kann man immer gebrauchen. Mir fehlt die Geduld, das zu öffnen. Shampoo, Conditioner. Feuchttücher. Entschminker. Shampoo. Und ein Minikamm. Wow, das ist wie ein Butterfly. Willkommen im Trainingslager. Peace. Es ist jetzt der erste Abend. Die Koffer sind nicht da. Das ist aber das kleinste Problem, weil das ist einfach nur krass hier. Das Essen ist krass. Die Aussicht ist krass. Und ich bin erst seit 2 Stunden hier. In diesem Sinne, mal sehen, was noch kommt. Gute Nacht. Boots. Guten Morgen. Aufstehen ist schön. Das sagen auch meine Freunde, die Schafe dort hinten. Die haben so Glöckchen. Klasse. Das Frühstück war krass. Alles, was hier ist, ist krass. Und mein Koffer kommt gleich. Dann werde ich den Lauf nachholen. Ich saß hier gerade auf der Couch die ganze Zeit, habe ein bisschen Fernsehen geguckt, ein bisschen am iPad was geschnitten. Ich lebe das La Vida Loca. La Vida Loca. La Vida Loca. Schönen guten Abend. Ich habe jetzt entschieden, ich werde Vlogs machen und die auf YouTube hochladen. Ja, das zweite Training war hübsch. Die Halle war hübsch. Wir haben Schoolboxing gemacht, war super. Ja, und somit endet jetzt mein erster kleiner Vlog. Das nächste Video kommt dann auch YouTube-gerecht im Querformat. Ich habe nur alle Sachen in Hochkant gefilmt, weil ich alles in Hochkant filme. Aber ab jetzt beginnt dein Querkant-Kapitel. Cool. Wie sagt man auf YouTube? Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es fand. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. In diesem Sinne, das Video ist vorbei. Ach, wie jammer, schade. Doch ich komme wieder, keine Frage. Boots.